بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. Wir haben alhamdulillah ein sehr erfreuliches Ereignis, dass wieder jemand, eine Schwester, Glauben zum Islam konvertieren wird. Und das ist wie gesagt eine sehr große Sache, weil Allah subhanahu wa ta'ala verzeiht dadurch alle Sünden, die man vorgemacht hat. Und deswegen ist auch für die Schwester eine Pflicht, sich danach um die neue Schwester zu kümmern, um ihr zu helfen und sie zu festigen. Deswegen, wir gehen das einfach schnell durch. Du sagst mit der Absicht, Islam einzutreten, alle deine Sünden werden verziehen. Ein neues Leben beginnt, wie ein frisch geborenes Kind, der Islamannahme leuchtet alles Sünden, und dann müssen wir diese Religion festhalten. Man bezeugt, Eshadu an la ilaha illallah, ich bezeuge, dass niemand das Recht hat, angebetet zu werden außer Allah. Dadurch soll man nur er alleine ist anbetungswürdig, nur er alleine ist der Schöpfer, der Herrscher des gesamten Universums, und er alleine ist derjenige mit den vollkommen einzigartigen Eigenschaften. Dann sagt man, ich habe Ende Muhammad Rasulullah, ich bezeuge, dass Muhammad der Gesandte Allahs ist. Das heißt, ich bete Allah so an, wie er gezeigt hat. Ich glaube daran, was er berichtet hat. Und ich weiß, dass das, was er verboten hat, verboten ist. Und das, was er geboten hat, geboten ist. Und ich glaube an jeden Vers, der im Koran steht. Deswegen gebe ich das einfach durch. Ich sage das erstmal auf Arabisch und dann nochmal auf Deutsch. Ja? Du sprichst mir einfach nach, weil auf Arabisch vielleicht ein bisschen schwer ist. أشهد أشهد أن لا أن لا إله إله إلا الله إلا الله وأشهد وأشهد أن أنا محمدا محمدا رسول الله رسول الله. Ich bezeuge, dass niemand das Recht hat, angebetet zu werden außer Allah. Ich bezeuge, dass was? Ich bezeuge, dass niemand das Recht hat, angebetet zu werden außer Allah. Ich bezeuge, dass niemand das Recht hat, angebetet zu werden außer Allah. Und ich bezeuge, dass Muhammad der Gesandte Allahs ist. Und ich bezeuge, dass Muhammad Allahs Gesandte ist. Alhamdulillah. Für die Schwestern am besten. Die Schwester, dass sie die neue Schwester auch dann mal begrüßen. Allah!